Ich möchte dir heute wieder einige ermutigende Dinge über den Bau des Reiches Gottes weitergeben, über das, was Gott weltweit tut. Und heute möchte ich zum Thema Weltmission etwas sagen, die Entwicklung der Weltmission. Weißt du, Jesus hatte seinen Jüngern den Missionsauftrag gegeben und nach einigen Zögern, damals in der Urgemeinde, haben die Christen das wirklich ernst genommen und es gab einen bravourösen Start. Die Christen sind in die ganze damalige Welt gegangen und haben das Evangelium weitergegeben und ganze Länder haben sich dem Christentum angeschlossen. Dann, nach dem Niedergang des Römischen Reiches, geriet das Thema Weltmission immer mehr in den Hintergrund und zur Zeit des Mittelalters war das völlig aus dem Bewusstsein verschwunden. Bis in die Reformationszeit hat man von Weltmission überhaupt nicht geredet, das war kein Thema. Erst um das Jahr 1700 herum gab es aus Deutschland kommen wieder erste Ansätze. Die Pietisten hatten ein Verständnis dafür, dass Menschen überall auf der Welt das Evangelium weitergegeben werden muss. Und bekannt geworden ist vor allen Dingen die Bewegung der Herrenhuter, die missionarisch aktiv waren, die in die ganze Welt gegangen sind, in dem Bewusstsein, ich gehe dahin, verkündige das Evangelium und werde nicht zurückkommen. Das hat sehr viele Menschen auf der Welt, Christen, motiviert und inspiriert und es entstand ein Bewusstsein wieder zum Thema Weltmission. Um das Jahr 1800 herum gab es eine zweite Phase, von England ausgehend, stark auch durch die Kolonialisierung geprägt, was nicht so toll ist, aber trotzdem auch mit sehr viel positiven Begleiterscheinungen. Beispielsweise William Carey, ein einfacher Handwerker, der nach Indien gegangen ist, und dort die Bibel übersetzt hat, in 6 verschiedene Sprachen, die ganze Bibel und in 29 weitere Dialekte Teile der Bibel. Ein einfacher Handwerker, der das Motto hatte, eins kann ich und das ist dranbleiben. Das war sein Motto, das gefällt mir. Um das Jahr 1900 herum gab es von USA, von England, Deutschland und Skandinavien ausgehend eine weitere Phase der Weltevangelisation, der Weltmission. Da gab es beispielsweise Moody. Moody war jemand, der 20.000 Menschen motiviert hat, in die Welt zu gehen als Missionare. Die Zeit von Hudson Taylor in China. Moodys Motto war, das finde ich faszinierend, die Welt für Christus in dieser Generation. Die Welt für Christus in dieser Generation, das gilt damals wie heute. Und ich möchte dir einfach einige ermutigende Informationen noch weitergeben. Südkorea galt vor gut 100 Jahren, um das Jahr 1900, als völlig uneinnehmbar für das Evangelium. Das Land war dicht. Es gab faktisch keinen einzigen Christen in Südkorea. Heute sind 30% der koreanischen Bevölkerung Christen, hingegebene Christen, die die ganze Welt inspirieren durch ihren Eifer, ihren Gebetseifer, ihre Hingabe. Südkorea ist das Land, was momentan wahrscheinlich die meisten Missionare aussendet, die es überhaupt gibt. Allein in der Hauptstadt Seoul gibt es 7000 Kirchen. Davon zählen 8 zu den größten Gemeinden der Welt. Zum Beispiel die Gemeinde von Yonggi-cho mit um den 800.000 Mitgliedern. Die planen im Jahr 2010 ihre 5000. Tochtergemeinde. Ein Land, wo es vor gut 100 Jahren noch nicht einen Christen gab. Du siehst, was möglich ist, was Gott tun kann. In China rechnet man mit 25.000 Bekehrungen täglich. Das Wachstum der Christenheit beträgt pro Jahr um die 8%. Da kannst du dir fast ausrechnen, wann China eine christliche Nation sein wird. Es gibt sehr unterschiedliche Zahlen zu der Entwicklung der Christenheit in China, aber man geht auf jeden Fall von etwa 120 bis 200 Millionen wiedergeborenen, entschiedenen Christen aus, die häufig unter den Repressalien und der Verfolgung besonders stark sind. Es hat sich gezeigt, dass gerade in Ländern, die unterdrückt werden, das Christentum besonders effektiv wächst. Und was auch sehr interessant ist, in den letzten 10 Jahren haben sich mehr Moslems bekehrt, als in den letzten 1000 Jahren zusammengenommen. Ist das nicht faszinierend? Ist das nicht faszinierend? Ich finde es wunderbar, wie Gott wirkt und wie das Christentum wächst, wie es vorankommt, wie das Evangelium verkündet wird.
Und ich möchte dich einfach einladen, hab Teil daran. Auch du bist berufen, das Evangelium weiterzugeben. Auch du bist berufen, missionarische, evangelistische Aktivitäten zu unterstützen. Durch Gebet, durch deine Gaben. Und ich bin begeistert, weil ich weiß, dass Gott das, was er in der ganzen Welt tut, auch bei uns in Europa tun wird. Ich lade dich ein, kling dich darin ein, in diese Bewegung, was Gott weltweit tut, denn er hat viel mehr für dich.